sozusagen. Alle möglichen Leute kommen von außerhalb und feiern schön beim Oktoberfest. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein Style & Talk Video für euch und zeige euch, was ich tragen werde. Natürlich auf dem Oktoberfest, beziehungsweise wie ich mich schminken werde. Ich mache mich jetzt sozusagen mit euch zusammen fertig und quatsche ein bisschen dabei. Da hatte ich jetzt einfach Lust drauf. Denn letztes Jahr habe ich euch schon ein Outfit-Video gemacht zu unserem Volksfest. Also das kann man nicht Oktoberfest nennen, denn es ist um einiges kleiner. Da habe ich euch meine ganzen Dirndl gezeigt, meine Lederhose in Kombi, mit welchen Blusen ich die immer anziehe. Und ja, wie gesagt, heute habe ich mir gedacht, mache ich mal ein etwas anderes Video. Ihr werdet dann im Anschluss mein Outfit eben sehen, wie ich mich schminke. Wir legen jetzt direkt los. Ich quatsche einfach ein bisschen und ich hoffe, ihr freut euch. Ganz viel Spaß beim Video und los geht's. So, ich habe mir, bevor ich das Video gestartet habe, einen Primer aufgetragen und zwar von Astor. Also davor habe ich natürlich meine Feuchtigkeitspflege aufgetragen, dann mein Professional, wie immer, das wisst ihr ja. Und dann habe ich eben diesen Primer aufgetragen, den Skin Match Protect Primer und meine Foundation, die ich seit 2 Wochen verwende, diese Skin Match Protect Foundation, eben auch von Astor. Diese 2 Sachen in Kombi teste ich seit 2 Wochen. Finde ich richtig, richtig gut. Muss euch dazu aber nochmal ein anderes Mal ein Urteil abgeben. Es soll jetzt auch nicht primär um Produkte gehen in diesem Video. Wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen habt zu irgendeinem Produkt, dann lasst es mich gerne wissen. Dann sage ich euch das, beziehungsweise wir können es auch so machen, dass ich alle Produkte unten in der Infobox aufliste und euch verlinke. Da könnt ihr ja dann selbst mal schauen. So, also, ja, ich würde sagen, wir legen los, ne, damit das Video nicht zu lange wird. Ich mache mir jetzt mal eben meine Haare nach hinten, damit die mich nicht stören. Und ja, meine Kinder freuen sich schon total auf die Wiesen, ist ja klar, wir waren letztes Jahr auch dort. Wir müssen ja wirklich viele, viele Kilometer fahren, also 400 um genau zu sein. Mit dem Zug sind wir letztes Jahr gefahren und wir haben in Augsburg übernachtet, weil ja, dann heimzufahren, das ist natürlich ein Quatsch. Und meine Kinder fanden das Hotel bald ja, besser als die Wiesen überhaupt. Das war natürlich sehr witzig, typisch meine Kinder, ne? Aber es war natürlich ein Erlebnis, weil sie halt hier nur unser Fest kennen, sozusagen unser Volksfest. Und das kann man natürlich überhaupt nicht mit der Wiesn vergleichen. Also allein von der Größe, diese Menschenmasse, die Fahrgeschäfte, das ist ja Wahnsinn. Sie mussten auch wirklich überall anstehen, was dann so ein bisschen nervig war. Das sind sie halt nicht gewöhnt. Aber dennoch hatten sie Riesenspaß und wollten dieses Jahr eben auch wieder hin. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt dieses Jahr so wird. Im Hypodrom waren wir letztes Jahr auch. Es wird ja total gehypt, das Hypodrom, ne? Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da muss ich auch unbedingt rein, ne? Da kommt man ja so nicht rein. Wir haben aber einen Bekannten, der arbeitet dort. Also der ist von hier, vom Ort. Und naja, und der hat uns dann irgendwie reingeschleust, was ziemlich witzig war, ne? Weil als ich dann drinne war, dachte ich nur so, ja gut, und jetzt, ne, was ist jetzt hier so besonders? Das ist natürlich alles, was Rang und Namen hat, ist ja klar. Aber irgendwie, naja, wir haben es mal gesehen und haben drinnen auch was gegessen. Aber sonst, ja, mal gucken, ob wir dieses Jahr wieder reingehen. Mal sehen, mal sehen. Ich bin mal gespannt, wie es überhaupt halt so wird. Na, ist ja logisch. Also unser Fest hier, das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Das Event des Jahres sozusagen. Da nehmen sich die Leute sogar Urlaub für, also unglaublich, würde ich jetzt nie machen, machen wir auch nicht, also keine Ahnung, warum die das machen. Ich gehe immer schwer davon aus, dadurch, dass die halt auch Alkohol trinken und feiern wollen, ja, dann am nächsten Tag halt nicht so fit sind und ja, deswegen nehmen sie sich vielleicht Urlaub, ich weiß es nicht, aber also keine Ahnung. Wir ja, trinken ja keinen Alkohol, wir feiern auch so und sind lustig, ne? Und mein Mann ist äußerst allergisch auf das Wort Urlaub. Und ja, deshalb teile ich den dann schon gut ein. Aber es ist immer so total witzig, ne? So mit anzusehen, wenn die Leute einfach Alkohol trinken und das am besten nicht vertragen, ne? So auf die Art. Die meisten sind ja total friedlich. Aber es ist schon immer total witzig, wenn ich dann eben feiern gehe mit meiner Clique. Und ich bin ja immer die Fahrerin sozusagen. Und am Anfang sind sie alle noch total handzahm und so, ne? Und irgendwann am Abend, also es wird halt immer lustiger. Und ich denke mir immer nur so, besser als Fernsehen, wenn ich mir das so mit anschaue. Ja, ich muss mal konturieren. Halt auf jeden
Fall eine absolute Welt für sich da unten. Also ich sage immer unten, das Wort werdet ihr noch öfters hören, ja, weil es eben unten am Festplatz ist. Und es ist schon immer echt total witzig. Also alle warten auch ganz gespannt immer auf dieses Fest. Und ja, da wird sich natürlich auch immer ganz schick gemacht und es muss immer das schönste Dirndl her, schönste Dirndl überhaupt. Und ich habe ja auch ganz viele, wie gesagt, ich habe euch da ja auch schon ein Video drüber gemacht, das ich euch sehr, sehr gerne unten in der Infobox verlinke. Und es ist nur so bei uns, dass wir 20 Kilometer ungefähr fahren müssen und da ist eben ein Trachtenmodengeschäft. Die haben auch wirklich wunderschöne Dirndl. Nur ist es da dann immer so, dass wenn du ein außergewöhnliches Dirndl hast und dir das echt total gut gefällt, du das dann halt unten, ihr zählt am besten mal mit, wie oft ich dieses Wort sage, öfters dann mal siehst. Und das ist das, was mich dann immer so nervt. Und ich habe es schon fertig gebracht. Ich bin für ein Dirndl bis nach Nürnberg gefahren, im Zug allerdings. Nürnberg ist ultra weit weg von uns. Und ja, und da ist mein liebstes Dirndl her. Das kann ich euch ja mal hier irgendwo einblenden. Das ist wirklich mein allerliebstes Dirndl. Es war auch wirklich nicht günstig, aber ich halte es in Ehren. Und ja, dieses Dirndl liebe ich halt über alles. Aber wie gesagt, bis nach Nürnberg, das muss man natürlich nicht, ne? Es war einfach, wir sind mit der Clique dahin, wir hatten einen schönen Tag und das war alles gut, ne? Also das mache ich ja auch nicht jedes Jahr. Ja, nur, ja, jetzt zum Beispiel eine Lederhose, die kann man halt dann auch öfters anziehen und besser kombinieren einfach, wenn man eine andere Bluse anzieht, ein anderes Tuch und so weiter. Das ist halt einfach viel besser. Aber ein Dirndl, da kann man ja nur die Schürze entweder ändern oder die Bluse, ne? Hm, ja, toll. Oder die Accessoires. Aber zu meinem Dirndl erzähle ich euch dann später noch was, also das ich heute tragen werde. Übrigens wollte ich euch noch ganz, ganz kurz von dieser Marke hier was sagen oder über diese Marke. Und zwar nennt sie sich Backstage. Und das ist so witzig, weil ich habe da jetzt ein Produkt, dazu muss ich euch gleich was sagen. Dieses hier ist aber eigentlich ein Blusher, ein Powder Blusher. Und ich zweckentfremde den immer, weil er mir einfach ein bisschen zu hell ist. Also der gibt mir, also für mich, zu wenig Farbe ab und deswegen verwende ich den immer fürs Augenlid. Und das ist so witzig, weil ich meine Produkte immer zweckentfremde und ich finde den so genial, diesen Ton auch zum Ausblenden. Richtig, richtig cool. Und ich zeige euch mal das eine Produkt, von dem ich euch gerade erzählt habe. Wo ist es? Und zwar dieser Stift hier. Und ich bin echt manchmal total bescheuert. Ich habe einfach nur irgendwas mit Filler gelesen. Als es ankam, wollte ich es ausprobieren. Und was mache ich? Ich mache es mir auf die Lippen quasi und konturiere damit meine Lippen, weil ich gedacht habe, dass das einfach ein Produkt ist, das dazu dient, den Lippenstift nicht auslaufen zu lassen. Ja, und dann sage ich noch zur Steffi, Mensch, eigentlich total komisch, das ist so weiß und das sieht so ganz komisch bei mir aus. Und dann hat sie sich wahrscheinlich erstmal kaputt gelacht, meine liebe Steffi, ne? Unsere Mama Co-Beauty, und hat mir dieses Teil erstmal erklärt. Ja, sie macht sich das einfach auf die Zornesfalte oder hier zum Beispiel oder auf die Falten hier, ne? Da habe ich ja auch schon ein paar. Und dann klopft man das so leicht ein und dann verschwinden die. Und es ist halt echt so. Ne? Das ist so ein Hammerprodukt. Und ich musste mich dann, wir haben uns dann beide total kaputt gelacht, weil ich das halt wieder mal so bescheuert irgendwie ja, verwendet habe. Naja, gut, bei mir muss es halt auch immer total schnelli gehen. Und egal, so ist es halt bei mir, ne? So, okay, also ich habe mir das jetzt einfach mal so ein bisschen, ja, so als Base geschaffen. Ich habe jetzt total vergessen, meinen Mac Pro Longwear, beziehungsweise, ja, mein Paintpot in Soft Ochre aufzutragen. Ist jetzt egal, ich mache das jetzt einfach so. Ich hoffe, dass die Farben trotzdem schön rauskommen. So, ja, mit was mache ich denn weiter? Genau, ich mache jetzt einfach mit den Augen weiter, logisch, ne? Also quatschen und schminken ist gar nicht so einfach, das muss ich euch echt mal sagen. So, also dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Und ja, zu unserem Fest, wie gesagt, ja, das ist halt was ganz Besonderes und ja, da ist halt auch wieder alles, was Rang und Namen hat und man macht sich ganz schick und es ist halt, ja, ganz witzig und es ist auch eine Band, die immer kommt, da ist dann samstags hier wirklich Alarmstufe Rot, da ist wirklich in diesem Zelt alles versammelt und jeder kennt sich und es ist so lustig. Und diese Band, die hat auch auf den Vasen immer einen Auftritt. Da sind wir dann auch mal hingefahren, eben nach Stuttgart. Und es war auch total lustig. Also da kommt man auch nicht rein, einfach so in das Zelt. Die haben uns dann reingeschleust, also die von der Band. Und da waren wir auch ganz vorne mit dabei. Und ja, also es war ultra lustig, ne? Ja, und das geht natürlich auch alles ohne Alkohol. Ich verstehe das auch immer nicht, warum die Leute sich so betrinken müssen. Zumal sie doch dann meistens wissen, dass sie es nicht vertragen. Ich verstehe das einfach nicht.
Und dann haben wir jetzt im Radio schon gehört von den ersten Unfällen, die natürlich passiert sind. Ne? Da ist irgendwie eine Frau um 3 Meter in die Tiefe gestürzt und ein anderer irgendwie aus 5 Metern aus dem Bierzelt. Also das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ne? Also das finde ich auch echt total schlimm, wie man sich da immer so besaufen muss. Vor allen Dingen, das kostet doch auch alles ultra viel Geld, oder? Meine Güte, ne? Naja, gut. Also wie gesagt, ich kann auch ohne Alkohol lustig sein und tanze trotzdem auf den Bierbänken. Also ihr würdet mich da nicht wiedererkennen. Wenn ich da so am Abfeiern bin, da würdet ihr mich nicht wiedererkennen, glaubt mir. Und es war auch mal witzig, meine Freundin, wir tanzen so auf den Bierbänken, ne? Und dann wurde sie leider geschubst von hinten, von jemandem, der eben betrunken war, ne? Fällt so voll hin, die Arme. Und dann kommt der Kellner vorbei und meint so, na, also nennt den Namen von ihr, ne? Den möchte ich jetzt natürlich nicht sagen. Meint so, na, für dich wird es aber auch mal Zeit, nach Hause zu gehen, ne? Und meine Freundin denkt sich so, was? Ich habe doch gar nicht viel getrunken. Wieso sagt er das? Das war auch wieder lustig, ja. Die Arme, ne? Wurde sie da irgendwie diskriminiert. Dabei hatte sie echt nicht viel getrunken. Und das ist auch so lustig, wenn ich dann am nächsten Tag durch die Stadt laufe, ja, und die Leute treffe, die sich eben, ja, voll die Kante gegeben haben, ne? Und ja, dann versuchen die schon so irgendwie an mir vorbeizulaufen, ne? Und dann habe ich letztens zu einem gesagt, na, haben wir ein bisschen zu arg ins Bierglas geschaut. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, naja, mein Gott, lasse. Die wollen halt feiern, die wollen lustig sein, ist doch alles in Ordnung. Mir macht das nichts aus. Ich kann mich da nur total amüsieren, wie gesagt. Ja, könnt mir ja mal sagen, wie ihr das so findet mit dem Alkohol. Also, ja, es ist doch eigentlich nicht notwendig, oder? Naja, aber für die scheinbar schon. Die wollen halt ihren Spaß. Ist doch total in Ordnung. So, okay. Irgendwie reden und schminken ist echt schwer, ne? Wie gesagt, ich habe meine Base vergessen und irgendwie wollte ich ein ganz anderes Armut zaubern. Ach, ist jetzt egal. Wir machen jetzt mal die Augenbrauen, mein liebstes Thema. Hashtag nicht. Es ist das grauenvollste Thema überhaupt. Also, ich möchte mal so richtig schöne Augenbrauen haben. So richtig schöne. Ja, aber ich möchte auch mal jemanden kennenlernen, der so richtig zufrieden mit seinen Augenbrauen ist. Das kommt nämlich auch eher selten vor. Naja, also ich mach die mal und schalte euch wieder dazu, sonst wird das Video zu lang. So gut, ich habe mir übrigens noch einen Lidstrich gezogen. Ich tusche jetzt meine Wimpern zusammen mit euch, damit das Video nicht zu lange wird. Ich wollte euch aber unbedingt noch sagen, dass die liebe Mayra, mein Schatz Mayra, auch ein ganz, ganz tolles Dirndl-Outfit-Video gezaubert hat. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Ganz, ganz toll hat sie das gemacht. Sie hat sich ein ganz, ganz schönes Dirndl ausgesucht mit den Trendfarben. Also es passt auf jeden Fall wunderbar zu ihr, weil sie hat auch hellere Haare als ich jetzt. Und ich war auch erst so am Überlegen. Aber ja, ich habe mir wieder die typische Farbe ausgesucht. Vielleicht wisst ihr es schon. Aber ja, irgendwie durch meine schwarzen Haare denke ich immer, dass mir diese Brauntöne nicht so arg stehen, wisst ihr? Aber schaut unbedingt, wie gesagt, mal bei der Mayra vorbei. Sie hat auch eine ganz, ganz tolle Vorstellung gemacht von dem Lippenstift, den ich jetzt gleich auftragen werde. Ja, das mache ich euch dann auch noch, wenn ihr wollt, so eine kleine Swatch-Party. Aber sie hat sie wirklich ganz, ganz toll vorgestellt. Alle Farben, 6 Farben insgesamt. Und ja, deshalb schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Ich liebe die Mayra ja über alles, das wisst ihr ja auch. Es ist einfach eine bezaubernde Frau. Sie ist wunderschön und sie hat einen ganz, ganz tollen Charakter. Wir hören uns ja tagtäglich und ja, da geht es natürlich nicht den ganzen Tag um Schminke, denn es gibt durchaus Wichtigeres. Aber ich muss mir noch mal ein bisschen auftragen irgendwie. Ist mir das gerade zu wenig. Ja, wir verstehen uns halt sehr gut und wie gesagt, wir sprechen natürlich auch über andere Themen und ich liebe sie einfach total. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr bei ihr vorbeischaut. Ich denke, das habt ihr natürlich schon getan. Ihr kennt sie ja mit Sicherheit alle. Aber wie gesagt, ich verlinke sie euch unten in der Infobox. So, und jetzt kommen wir nämlich dazu, was die Mayra euch noch Tolles gezeigt hat. Diese Luvia Cosmetics ja, Lippenstifte, Lipbalm. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich diesen pinkfarbenen auftrage. Dann habe ich aber diesen hier an mein Dirndl gehalten und es ist genau die Farbe von meinem Dirndl. Ja, ich hoffe, ihr seht es. Wenn nicht, gleich werdet ihr es besser erkennen. Die sind halt richtig cool, weil die so in Stiftform sind
Und dann kann man sich den richtig gut auftragen. Also man kann, ich kann jetzt nicht reden, aber man kann halt ganz präzise damit arbeiten. Ich trage mir den mal eben auf. Tada! Voll heftig, ne? Also es ist so ein bisschen ein Barbie-Look, aber mir gefällt es total gut. Natürlich passt jetzt nicht das, was ich dazu anhabe. Und ja, ihr werdet aber jetzt gleich mein Dirndl sehen. Zum Dirndl wollte ich euch auch unbedingt noch was sagen. Und zwar habe ich das zugeschickt bekommen, das dürfte ich mir aussuchen. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass ich mit Dirndl super kompliziert bin. Ich bin da total kritisch. Aber es ist von der Verarbeitung her wirklich bombastisch. Also für 49,95 Euro könnt ihr da echt nichts falsch machen. Das ist richtig, richtig toll vernäht. Ja, es hat super gut gepasst. Ich habe die Größe 34 genommen. Ich habe ja auch 34 und es hat wirklich wie angegossen gepasst. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es so ein Ticken zu lang ist. Ich glaube, ich bringe es noch zur Schneiderin. Aber wie gesagt, mir gefällt es gut, weil ich auch schon wirklich viel Geld für Dirndl ausgegeben habe und da einfach weiß, wie doof es ist, wenn man einfach viel Geld ausgibt und für weniger auch was ganz, ganz Tolles haben könnte. Der Versand war ultra schnell. Ich habe das abends bestellt und am übernächsten Tag früh war es schon da. Also für Kurzentschlossene, die einfach sagen, nö, dieses Jahr kaufe ich mir mal kein Dirndl und sich dann doch entscheiden, ein Dirndl zu kaufen, ist es genau der richtige Online-Shop. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Keine Sorge, ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache mir jetzt noch schnell die Haare. Da möchte ich mir hier so einen Bauernzopf machen. Ich habe mir das jetzt hier geflochten. Man könnte sich jetzt hier so einen Zopf machen, den man so ganz ja, nach oben hat. Oder seitlich das Ganze jetzt hier locken. Was mir aber super gut gefällt, ist einfach ein Fischgrätenzopf jetzt hier an der Seite. Den mache ich mir jetzt und dann schlüpfe ich ganz schnell in mein Dirndl. So, meine Lieben, das war es soweit von meinem Oktoberfest-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch sowas wie ein Volksfest habt, wie da so die Traditionen sind, beziehungsweise ob ihr auf die Wiesen geht, ob euch das Thema interessiert oder so gar nicht interessiert. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall drauf, auf dieses tolle Erlebnis. Ich bin auch recht zufrieden. Ich habe jetzt noch ein bisschen ausgebessert und ja, liebe auch mein Dirndl. Wie gesagt, ich finde es total edel, auch mit den Ornamenten. Die Farbe finde ich halt ganz, ganz toll und den passenden Lippenstift habe ich auch gefunden. Und das war es soweit vor meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!